Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mir fällt gerade nichts Passendes ein. Das ist generell eigentlich auch so das Ding, ne? Kann ich dir nicht einfach eine Axt vor den Schädel hauen und fertig? The more you work, the hungrier you get. Ja, dann jag halt. Natürlich habe ich nicht getroffen. Und der Fall ist weg. Lull. Also hier die Hirsche zu jagen ist schon, weil die wahnsinnig schnell sind, gar nicht mal so einfach. Das ist die größte Herausforderung in diesem Spiel. Jagen. Und Diplomatie. Und Frauen. Ach so, apropos. Fällt mir gerade spontan ein. Ich brauche eine Frau. Ich verliere Leben, das ist auch nicht so gut, ne? I feel famished. Ja, habe ich irgendwas, was ich mir kurz mal... Gesalzenes Fischfilet. Warum esse ich das denn nicht? Hier, komm, Rinn. Ja. Yummy, yummy, yummy. Lecker. Krieg gleich Durst. Durst. Genau, was ich auch noch wissen wollte, war gewesen, ob wir eigentlich, hier muss ich hin, in der Schenke an unsere eigenen Leute Dinge verkaufen können. Also die stellen zwar Bärensaft und Bärenwein her, aber das ist dann halt auch Freizeit. Siehst du, das ist eine Arbeitseinstellung, das ist unglaublich. Also die stellen das her, ja, und dann ist das zur kostenlosen Verfügung für die Dorfbewohner oder wie? Sehe ich das? Ist es das? Ist es das wirklich? Bodenlos. Es ist einfach bodenlos, was soll ich sagen? Es hat doch nichts mehr... Ich meine, ich eröffne hier die Gastronomie und die müssen nicht mal dafür zahlen. Wenn wenigstens alle vernünftig arbeiten würden. Tschüss. Frech. Aber ich packe trotzdem mal die Getränke weg hier. Vielleicht hilft's ja. Hier, komm, Apfelwein, gönnt euch, Birnenwein, Miet, Roggenbier. Alles für euch, gar kein Problem. Tollkirsche, könnt ihr essen. Hier, Weizenbier, eins, naja gut. Das wird schon. Ich bin der festen Überzeugung, dass das wird. Kann ich eigentlich die Türen auch ändern? Gar nichts machen. Verwalten. Wenn ich das jetzt hier, also die generell die Gebäude hier noch ein bisschen irgendwie verschönern könnte, das wäre, also diese Dienstleistungsgebäude, das wäre schön. Das hier zum Beispiel. Ich meine, das da kann man doch auch ein Sägewerk draus machen, oder? Sind wir mal realistisch, das ist genau das, was wir brauchen. Ein Sägewerk. Vulgan. Naja. Brauche ich halt doch Vulgan. Schade. Das habe ich nicht. Ich habe ja nichts. I'm thirsty. Er ist schon wieder durstig. Das ist alles nicht sein Ernst. Das ist alles nicht sein Ernst. Ah, fuck. Mir fällt gerade ein, ich habe ja relativ viel Fleisch einstecken und ich will bis zur nächsten Jahreszeit schlafen. Ich brate das kurz. Oder nee, ich brate das gar nicht. Ich pack das ins Nahrungsmittellager. Dann können die das braten. Dann ist das auch wieder auf 100%. Dann schlafe ich bis zur nächsten Jahreszeit und dann... Wie schön das hier ist. Oder? Sag doch mal. Wunderschön. Ich finde es wunderschön. Hier einmal Futter weg. Also alles, was gammeln kann, kann weg. Weg. Tollkirsche interessiert niemanden. Nö, der Rest kann, glaube ich, nicht gammeln. Bisenkraut, Wegwarte.
Löwenzahn. Jetzt fällt mir gerade ein, wo der ganze Löwenzahn ist. Der steckt in den Blumenkästen drin. Deswegen habe ich keinen Löwenzahn für... Für was brauchte ich einen Löwenzahn? Für irgendwas? Ach hier, für die... für die Deko-Geschichten, ne? Ja, muss ich im Frühling, Sommer, wann auch immer es wächst, auf jeden Fall wieder sammeln. So, wir werden uns jetzt hier verabschieden aus dem Winter. Reicht auch, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es nicht mehr sehen. Wir brauchen unbedingt noch Laternen. Nicht, dass ich mir noch im Dunkeln die Beine breche. Da hat ja niemand was von. Hui! Ist klar bei dir? Plötze? Geht gut? Ich hoffe. Ich würde den gerne irgendwie so einen Futternapf oder sowas hinstellen, wenn ich ehrlich bin. Oh, Schlaf. Oh, herrlich. Oh. Was? Das passiert mir öfter. Steuern zahlen? Ach nee, nicht schon wieder. Das passiert mir öfter, dass ich in den einen Bett einschlafe und in den anderen Bett aufwache. Das ist normal. Oh, Frühling! Frühling! Da fällt mir gerade ein, apropos Frühling. Die ganzen Häuser, ey. Schenke, Schmiede. Wo ist denn... Gewinnung? Brunnengrabung schon. Kräuterhüppe. Hier, Schnapsladen, genau. Ich gehe mal hier hin. Zuweisung. Was kannst du denn im Frühling hier? Mach mal. Ich mach mal hier überall ein Plus rein, dass sie auch was zu tun haben. So. Das kann ich nicht, weil. Achso. Alles klar. Achso, Heiltrank. Ja. Wie es geht halt, ne? Wie es geht. Speisemorchel, Löwenzahn geht jetzt auch. Ja, und dann machen wir das so. Ja, möchte ich. Und dann machen wir mal... ja, hier, komm. Überall 10%. Müsste funktionieren, oder? So, Gänseblümchen, Wegwarte... Löwenzahn, Speisemorchel. Was braucht denn der? Der braucht Breitwegerich. Löwenzahn, Holzfläschchen habe ich nicht mehr. Das ist interessant, weil ich die auch verkaufe. Okay, dann machen wir hier nochmal 15 Speisemorcheln, machen wir auch auf 15 und dann hier so. Und das können wir auch so machen. Kann wieder nicht rechnen. Wer hätte es gedacht? Und dann machen wir... Ich brauche eigentlich keine Heiltränke, mache hier noch Speisemorcheln und dann ist gut. Und dann gucke ich mal... In der, hier, Nahrung, Werkzeuge, Rohstoffe, weiß ich nicht. Ist es Werkzeuge? Nee, ist es nicht Rohstoffe? Mach mal Holzfläschchen weg. Kein Material, ja logisch. Das pausieren wir mal bitte. Das muss ja nicht sein. Tonvase pausieren wir auch. Salz pausieren wir auch. Tonkrug pausieren wir auch. Und den Rest lassen wir einfach mal so, weil reicht ja aus. Die machen schon ganz gut Umsatz, tatsächlich. Was mich interessieren würde, die ist immer noch schwanger. Ist unglaublich. Wie lange kann man denn schwanger... Oh, die sind... Oh. Oh, alles klar. Hier sind mehrere trächtig. Sieht man irgendwie, wie weit es ist? Wann die langsam... Ich meine, wie viele Jahre sind die denn schwanger, bitteschön? Das geht anders, meiner Meinung nach. Habe ich mal gehört. Ich habe noch keine Kinder, ne? Ich habe keine Nullen. Kinder sind bei mir Nullen hier. Gut. Warum ist denn Plötze weg? Das ist die Frage, die ich mir stelle. So, können wir hier noch irgendwas Schönes machen? Warum sollte ich hier draußen ein Regal dranhängen? Jetzt mal ganz ehrlich.
ist es mir ein Rätsel. Nach draußen, Regal. Um Klamotten aufzuhängen oder was? Kleines Pflanzgefäß aus Holz. Ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Das sieht auch blöd aus irgendwie. Hier so ein, da so mittig dran, das ist doch... Nee, da würde ich mir ganz gerne was anderes wünschen. Kann man nicht hier irgendwelche Reliefs oder so? Geht hier nicht. Ach, das ging nur oben, ne? Ja, nun. Alles sehr traurig hier. Ich gehe mal hier lang. Kleiner Frühlingsspaziergang. Wunderbar. So, wie sieht's bei dir aus hier? Eigentlich auch ganz angenehm, ne? Ich guck mal rein. Vielleicht können wir ja noch irgendwas Gutes machen hier. Schlafen bis zur nächsten Jahreszeit? Warum schlafen? Ach so. Ich möchte nicht in fremden Betten schlafen. Vor allem, wenn die nicht so aussehen. Wenn die so aussehen, dann nicht so rum. Ja, ich mach das jetzt, bis es nicht mehr geht. Ich habe schon wieder dieses Geräusch und ich weiß nicht, was es ist. Ich ignoriere es jetzt einfach. Da fehlt mir Ton. Wer hätte es gedacht? So. Herrlich. Hi, Morgen. Ja, dann steht doch nicht im Weg rum. Mann. So, was ist hier los? Hallo? Guten Morgen. Mir fehlt Wollstoff. Das überrascht mich überhaupt nicht. Oh, guck mal hier, wie das hier so durchwächst. So habe ich mir das vorgestellt. Ich würde mir auch wünschen, dass hier... Das wächst schon wieder nach, ne? Und ich würde mir auch wünschen, dass hier so diese Ranken irgendwie... Weißt du, diese... Hat man ja gesehen... Efeu. Jetzt habe ich es, dass hier Efeu wieder so ein bisschen hochwächst. Es ist ja eigentlich ein Ding, was zumindest im Spiel implementiert ist. Ich will hier eine Brücke drüber bauen. Kleiner Holzsteg. Holzsteg mit Geländer. 4500. Finde ich aber frech. Retterbrücke. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es das ist, weil... Nee, das ist es nicht. Dies ist es nicht. Wo waren das hier? Ich bräuchte... Hier, so, das hier bräuchte ich. Guck mal, so. So. Ich kann das so schlecht erkennen. Weißt du, was ich mache? Ich mache eine doppelte. Oh, ich hoffe, das passt so. Ja. Ja. War jetzt nicht der Plan, aber ich meine, warum nicht? Dinge blockieren. Warum blockiert denn hier irgendwas? Hä? Läuft. Ich versuch's nochmal. Und zwar dann... Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, vielleicht macht es ja doch Sinn. So. Dann ein bisschen Abstand. So. Hm.
Nee, das ist blöd. Warte. Dann hier. Hä? Den hier. Breite Brücke. Nein. Breite Brücke kurz. So. So. Und. So. Und so. Ich sag ganz ehrlich. Der Baum steht im Weg. Schon eine ganze Weile, aber er störte mich erst jetzt. Nimm ihn. So. Na, oder? Und wenn ich jetzt die Bretterbrücke noch mit Lampen dekorieren könnte? Kann ich aber nicht. Aber was ich machen kann, ist nichts. Nee, die will ich nicht mehr. Wollgarn brauche ich. Oder eine Tonschale. Das ist doch alles Quatsch. Arbeitsstationen, Pflanzen, Spaliere, Spaliere. Weiß ich nicht. Mach mal Wegwarte. Ich find Wegwarte schön. Nee. So. Ja, es ist alles nicht mittig, aber... So ist das halt. Einfacher Blumentopf aus Ton. Niedriger Blumentopf aus Stein. Blumentopf aus Ton. Runder Steinblumentopf. Ich mach mal... Oh ja. Ich würde gerne Bäume reinpflanzen. Warum kann ich das nicht machen? Ach, ich habe keinen Löwenzahn. Naja. Der Wille ist da. Und hier kommen dann Lampen hin oder so, irgendwie. Dachte ich mir. Sag mal. Morgen! Hier sieht es auch aus wie Prag, ne? Ach ja, gut. Dann gucken wir uns mal den Rest an hier. Ich wollte hier noch Gärten und sowas bauen, ne? Ich will immer so viel. Furchtbar aus. Ich will da nicht wohnen wollen. Ach, gucke mal, apropos furchtbar. Dekorieren. Mach mal die hier. Ich finde die hier schöner irgendwie. Der. So. Gibt's hier einmal Gänseblümchen. Und dann gibt es hier einmal Wegwarte. Löwenzahn würde ich auch gern. Habe ich aber nicht. Ich habe doch nichts. Und das, was ich habe, ist kaputt. Und hier Johannes. Warum hat die Butze so viele Fenster, ey? Hier ein bisschen Wilsenkraut. Und dann lass doch mal ein bisschen Luft hier rein. Muss doch nicht immer alles zu sein, Leute. Komm nicht ran.
Morgen, Finanzamt ist da. Einmal hier alles aufmachen, bitte. Danke, hier stinkt's hart. Ja. Ich möchte... Danke. Gut, das können wir hier noch hin dekorieren. Wand. Regal, warum auch nicht. Vorhang. Ach, siehst du, das geht ja auch. Oh, wobei ich die echt nicht so schön finde. Und das hier finde ich ehrlich gesagt noch viel schlimmer. Ich weiß auch gar nicht, ob er die auf und zu machen kann. Ich probiere das mal aus. Würde mich mal interessieren. Lol. Ne, super. Es ist wunderschön. Hängt da so eine steingraue... Oh nee, wirklich nicht. Dann lieber das hier, aber ganz ehrlich, das dann lieber das. Interessiert mich doch nicht, wie das hier aussieht. Ich muss ja nicht wohnen. Können die selber machen. Oh, auf die Felder müssen wir unbedingt mal gucken. Ach, guck mal, er hat es natürlich auch toll hier mit seinen Beerenbüschen. Aber die können wir erst im Sommer, ne? Ja. Es überrascht mich immer wieder, was ich so gebaut habe. Hallo! Ich mach mal auf hier. Ne? Weil es mufft. Was soll ich sagen? Hey ho, it's off to work I go. Das ist die richtige Einstellung. Hier fehlt ja die Hälfte. So, warte mal. Und, weil ihr so gut drauf seid, gibt's hier auch noch mal so ein bisschen, Gefällt's. Ne? Don't wish it were easier. Wish you were better. So nämlich. Gut. Das sind liebe Menschen. Die kriegen auch hier noch ein paar Rollläden, ne? So. Ich weiß gerade nicht, ob die... hier die gute Wegwarte. Und... Was? Ich habe keine Eisenbarren mehr. Was ist das für eine Frechheit? Gut, ich habe keine Eisenbarren mehr. Das ist, schockiert mich mehr als euch. Was ich machen wollte unbedingt, einfach weil es schön aussieht, das wollte ich die ganze Zeit schon machen, hier so eine Hirschtrophäe. Ein Elch. Wiesent. Ach, Wiesent geht auch. Ah ja, gut zu wissen. Passt hier ganz gut. Hätte ich hier auch ganz gerne. Nee, das sieht blöd aus. Nee, dann eher mal was anderes. Hier. Kaufen. Wir haben es doch. Dann hier noch irgendwie. Komm, wir machen den Weg hier mal so ein bisschen schön. Nein. Nein. Oder? So, Wegwarte. Und Johanneskraut. Guck mal. Das ist ja so eine Hauptstraße hier, hätte ich fast gesagt, ne? Das sieht auch alles noch furchtbar aus. Ich habe immer noch keine Eisenbarren, ne? Hier fehlen noch mehr Blumen. Ich muss unbedingt Blumen sammeln. Beziehungsweise macht das ja die Kräuterhütte. Habe ich ja gar nichts mehr mit zu tun. Ich muss hier überhaupt gar nichts mehr machen. Das ist ja auch das Ziel der Übung. So, was wollte ich? Eisenbarren. 34. Uff. Ich sag ganz ehrlich, ich nehme nochmal Eisenbarren. Wir haben ja, also wir hätten ja theoretisch, da oben ist schon wieder, die Leute haben wieder nichts. Darf ich mal? Guck mal, ihr tut ja die ganze Zeit so, als ob ihr arbeitet, aber ihr seid sehr langsam. Schubst sie doch nicht ins Feuer, Mensch. So. Ich glaube, das mit den drei Minen ist schon eine gute Idee. Wenn wir jetzt noch genug Arbeiter haben, dann rockt das hier richtig. Gut, der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Das ist sehr schade. Ich lasse immer noch stehen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis Bäume wachsen. Und ob Bäume überhaupt so wachsen, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich gucke mal. Hier stehen auch noch zwei. Theoretisch...
Ich weiß halt nicht, welche Bäume ich weggemacht habe und welche nicht, ne? Weil ich habe ja mit Absicht mehrere stehen lassen. Da oben ist schon wieder... Da ist schon wieder Polen offen, sehe ich gerade. Ich guck mal Richtung Felder, weil ich glaube, dass die da irgendwie Problemchen haben. So. Ja, sehe ich auch so. Gut. Weizen. Ist aber noch nicht fertig. Oh, die haben hier schon was gemacht. Hä? Wie schnell sind die denn jetzt auf einmal? Wie, die haben doch... Die haben das Feld schon fertig? Wie krass seid ihr denn drauf, Leute? Was? Ich bin total verwirrt. Was ist bei ihr Status? Kein Werkzeug, Säckchen. Au. Aber wie können wir denn kein Säckchen haben? Verstehe ich nicht. Moment, kein Problem. Krieg doch ein Säckchen. Verkauft die auch schon wieder oder was? Säckchen. Ist das ein einfacher Säckchen, glaube ich? Säckchen. Ja, die haben ja kein Säckchen, ich Idiot. War das hier? Wo war das denn? Säckchen? Nein. Interessant. Säckchen! Wo ist das Säckchen? Ich will ein Säckchen. Ich hab doch Säckchen. Kannst du mir nicht erzählen? Hier, Säckchen. Gönnt euch. Ich mach mal noch ein paar, glaube ich. Ich kann doch einfache Säckchen machen. Ich brauche der Meinung, dass ich welche hatte. Hier, einfache Säckchen. Gönnt euch. War das schon immer hier? So. Okay. Moment mal, die Frage, die ich mir gerade stelle. Scheune, Landwirtschaft, Feldschuppen, Scheune. Feldschuppen ist das, ne? Kein Werkzeug. Aber die Frage ist, für was? Was fehlt euch denn? Säckchen habe ich euch gerade gegeben. Ist wahrscheinlich noch nicht aktualisiert. Ist okay. Jetzt ist die Frage, was wir... Das war gar nicht hier gewesen. Das war hier bei Feldern, was wir hier machen. Ich habe keine Ahnung, was ist gerade. Pflanzenwachstum. Okay, Feld 2, Pflanzenwachstum. Feld 3. Was können wir denn eigentlich? Können wir... War der Inventar? 8. Können wir denn theoretisch... Wir können alles machen außer Roggen. Okay, cool. Huch. Dann werden wir auf jeden Fall... Wir werden mal Flachs. So, gönnt euch. Ne? So, ja, bitte ändern. Dann hier, ich mache jetzt überall Flachs. Ist mir alles egal. Ich will Flachs haben. Pflanzenwachstum. Ich brauche mehr Felder. Ich brauche unbedingt ein Feld. Ein großes diesmal vielleicht sogar. So. Haben die jetzt langsam Säckchen? Machen mich fertig. Scheune, Feldschuppen, hat immer noch kein Werkzeug. Doch jetzt. Ich mach erstmal ein Feld. So. Ah, jetzt hat es. Okay, alles klar. Gut. Und jetzt ist schon wieder irgendeine Scheiße. Ach, weißt du was? Ich will hier mal ein sehr großes Feld machen. Nee, Feld. Feld.
Feld. Und zwar ganz gerne. Wobei, das ist die falsche Richtung. Dann mache ich hier ein größeres Feld, oder? Oder ich mache hier ein größeres Feld. Die Plantage. Ja, die muss ja auch größer werden, ne? Uff. Warte, warte, warte. Ich gehe mal auf die andere Straßenseite hier. So. Ja, hier haben wir noch Platz. Guck mal. Dann würde ich sagen, ich mach mal hier. Hier. Machen jetzt ein großes Feld mal. Ja. 10 mal 10. Aber 10 mal 10 ist nicht groß, ne? Wie groß geht denn das? Größenbeschränkung. 16 mal 16. Uff. Okay. 16 mal 16, gar kein Problem. Wo ist meine Holzhacke? Die hält bestimmt durch. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Ja. Hey, das ist ja... Das ist ja ein Traum. Oh Gott. Muss ich das machen? Können die das nicht machen? Ich möchte das nicht machen. Oh, ich hasse alles. Ich mach das jetzt, bis die Hacke kaputt ist. Das dauert ja Jahre. Oh, schade. Können die das machen? Frag für einen Freund. Feld 6. 57,6. Die Steuer. Und das ist 16 mal 16. Das geht noch größer! Niedrige Effektivität. Feldschuppen weit weg. Ich verstehe. Weißt du, was ich mache? Ich mache erstmal Flachs drauf. So, ich hoffe, die machen hier was. Und dann mache ich hier noch einen Feldschuppen hin. Ein Feldschuppen, ein Feldschuppen. Landwirtschaft, Feldschuppen. Und dann... Oh, Alter. Wohin? Ich mache den mal hier hin. Aufs Eck. Ja. Oh. Tim, 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 tim. So, fertig. Und dann werden auf jeden Fall zwei Leute umziehen müssen. Also zumindest arbeitstechnisch. Und zwar die ersten beiden, die mir über den Weg laufen. Sind das jetzt Landwirte? Holzfäller. Oh, kann man das einmal sortieren? Dann Bergarbeiter, 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 Holzfäller, Holzfäller, Jäger, Landwirt, Landwirt, Landwirt. Scheunenknecht. Nee, das sind Landwirte, ne? Ich nehme mal ihn hier. Und nehme mal den anderen Feldschuppen hier hin. Und dann den mit zwei. Dann ist das mehr oder weniger ein bisschen ausgeglichen zumindest. Hier Feldschuppen. Ja, alles andere macht ja auch keinen Sinn. So, guck mal. So nämlich. Tut was für euer Geld. Los, hopp, hopp. Life is a constant process of dying. Das Leben ist ein fortlaufender Prozess des Sterbens. Ja, ich meine, er hat's verstanden. Der hat aber auch schon Fähigkeit 7. Enttäuschend. So... Bin ich mal gespannt hier. Es ist echt ein sehr großes Feld, ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, die müssten alle so groß sein, die Felder, und nicht so kleine Dinge. Ich weiß, nicht jede Marriage ist built on love, but at this point I'd love to have a loveless one at least. Nee, ganz ehrlich, ich habe lieber eine. Warum wird denn das hier? Ach so. Und er fängt jetzt an hier zu hacken, ne?
Ja, dann würde ich sagen, ich lasse die mal arbeiten. Und dann... Der macht das schon sehr gut. Der macht das schon sehr gut. Ja, ich lasse die mal arbeiten. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ganz gerne ein Like da, wenn ihr mehr sehen möchtet. Abo wäre super. Ne? Würde ich mich... Genau, auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Ciao.